Willkommen, ihr Lieben, ja, zu einer weiteren Folge. Ich wollte gerade sagen, willkommen, ihr Lieben, auf meinem Heiligtum. Mein Heiligtum ist natürlich mein Desktop, gar keine Frage. Dort verirre ich mich ja nur eher selten, beziehungsweise ab und zu mal. Ich habe auch nichts zu verbergen, also ich bin ja immer sehr, sehr transparent. Und geht's jetzt los mit den ersten Sneaks. Ich habe nämlich, das Witzige ist, eigentlich kommen immer so kleinere Vorabinformationen auch über den Supercell-Discord oder Supercell-Creator-Discord. Es gibt dort einen Discord für Supercell-Kreatoren und dort kommen eigentlich auch immer so kleinere Informationen. Aber dieses Ding hier, dieser Sneak oder angebliche Sneak, der kam nicht rüber, was ich eigentlich so ein bisschen so... Ich mag die Videos von Clash of Clans, muss ich sagen. Ich mag die Videos sehr von Clash of Clans. Das hat halt auch damit zu tun, dass die nie Schauspieler engagieren. Ja, das sind alles Supercell-Mitarbeiter, die das hier machen. Der Darian, der Community Manager, der Overall Community Manager. Ich weiß gar nicht, wer der links jetzt ist, ob das ein Entwickler ist, aber es sind halt alle Supercell-Leute, die das machen. Also da ist jetzt kein Profi-Schauspieler dabei oder so. Und wie die das so auf die Beine stellen, ich finde das immer beeindruckend. Ich meine, klar, ist eine große Firma. Das sind alles Freaks, die das machen und die das natürlich auch hinkriegen. Aber wie sie sich vor allen Dingen in Szene gesetzt haben, ich fand es sehr, sehr witzig. Über das hier oben wurde ja so ein bisschen geschmunzelt. Ich hatte beim Fred gesehen, dass fliegender Berg wird es, glaube ich, nicht werden. Weiß ich nicht genau. Aber irgendwas wird ja nun kommen. Und aber ich denke mal eher, es wird was anderes sein. Also ich kann mir vorstellen, dass hier jetzt gerade an einer neuen Truppe gebastelt wird. Was auch immer, jetzt gerade wo ich ja Folgen mache, wo Luft so stark ist, kommt jetzt noch mehr Luft hinzu. Keine Ahnung. Aber ich finde, das ist echt super gemacht. Mit dem Zeug, also der Arm gefällt mir hier sehr, sehr gut mit den vielen Uhren. Das hat bestimmt eine Bedeutung mit den vielen, vielen Zeitzonen, in die man Clash of Clans spielen kann. Und auch das ist nach wie vor sehr, sehr beeindruckend, dass du halt dieses Game einfach überall spielen kannst. Das ist halt auch der große Vorteil von Mobile Games. Und er taucht dann wieder auf, versucht dann abzuheben. Also echt krasses Outfit. Und Ich würde mich fast nicht wundern, wenn man mal so eine Figur tatsächlich auch in Clash of Clans sieht. Und ist schon sehr, sehr nice, muss ich echt mal sagen. Also auch, dass es eigentlich nicht sehr, 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 sehr lang ist. Und ihm wird dann mitgeteilt, er braucht da gar nicht rüberfliegen, denn sie hätten ja ein Schiff. Sie hätten ja ein Schiff. Und deswegen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es ja ein... Entweder eine neue Belagerungsmaschine gibt oder aber es gibt, keine Ahnung. Ich meine, ich wäre dafür, wenn es eine Belagerungsmaschine gibt, denn wir haben ja, wir können mal gucken, was wir eigentlich für Belagerungsmaschinen haben. Ich lade mal eben jetzt Clash of Clans in den Vordergrund. Mal sehen, ob mir das gelingt. Das gelingt mir nicht ganz. Noch nicht ganz, okay. Da unten blinkt es schon, okay. Dann muss ich euch, glaube ich, die Aufnahme hier rausmachen. Aber ich wechsle eben nochmal das Dorf. Und das habt ihr jetzt nicht gesehen. Dann muss ich euch das hier oben zack mal rausmachen. Und dann sind wir im Game. Also hier sind wir jetzt im Spiel Clash of Clans. Und was gibt es denn eigentlich für Belagerungsmaschinen? Dafür bin ich einfach mal auf den 14er gegangen. Wir kennen sie eigentlich alle. Den Mauervernichter. Das Zeppelin, wir können auch mal mitzählen, wie viel Luft und wie viel Boden es gibt. Also es gibt fahrende Belagerungsmaschinen, es gibt fliegende Belagerungsmaschinen und es gibt auch eine, die fliegt und steht eigentlich. Das ist, ich nenne es ja immer Apollo 13, die Belagerungskaserne, weil es halt so ein bisschen so aussieht wie Apollo 13, wenn, wie gesagt, das Ding fliegt an und steht dann, also läuft dann nicht mehr weiter. Und es gibt den Kampfholzwerfer. Und natürlich last but not least, den ich jetzt auch sehr, sehr gerne immer nehme, den Flammenschleuderer, der fährt auch. Also könnte es fast Sinn machen, dass hier sogar wieder eine Truppe kommt, die aus der Luft ist. Denn wir haben zwei reine Luftbelagerungsmaschinen und 1, 2, 3 alleine schon, die fahren. Und nehmen wir mal diesen Spitter hier mit, dann haben wir schon, so 2,5.
Ja, 2,5 zu 3. Also da das Verhältnis passt noch nicht. Ich bin echt mal gespannt. Ich habe es auch, das müsste eigentlich auch in den News auftauchen. Ja, es steht auch in den News drin, ob das ein Sneak war. Ich bin echt mal gespannt, wie die Sneaks weitergehen. Ich hänge jetzt einen Tag hinterher. Sollte also morgen oder heute noch ein Sneak kommen. Kurzfristig bringe ich euch den natürlich, gar keine Frage. Und dann kann es halt sein, dass mal ein bisschen mehr kommt. Im Moment übertrage ich auch übrigens das Spiel um den dritten Platz, was ich gestern Abend gestreamt habe. Das übertrage ich einfach mal nach YouTube. Mal gucken, wie viel Leute sich das tatsächlich noch anschauen dort. Also das wären dann 2,5 Stunden Video und mit wahrscheinlich Copyright-geschützter Musik, die ich dann irgendwie wieder ausblenden lasse oder was auch immer. Muss ich mal gucken, was YouTube daraus macht, bevor ich das dann freigebe. Und finde ich aber sehr, sehr gut, dass es hier schon mal so einen kleinen Sneak gab. Ja, und Luft ist ja im Moment halt auch sehr, sehr stark. Ich habe ja im Moment auch Luft ausgebildet, also so ein bisschen Luft, ja. Und ich komme damit nicht wirklich klar. Es geht so. Andere kommen damit besser klar. Meine Angriffe, die ich jetzt hier gemacht habe im Clankrieg, die waren nicht mit Luft. Also ich habe wieder Bodentruppen genommen. Warum auch immer, ich lasse mich halt immer gerne dazu hinreißen, zu dem, was ich vielleicht ein ganz kleines bisschen besser kann. Und das sind im Moment, oder das sind bei mir eigentlich nach wie vor die anderen Angriffe. Ich guck mal, eigentlich müsste ich, an so einem könnte ich eigentlich gut üben. Weil ich muss es einfach üben, so ist das. An so einem könnte ich jetzt wirklich sehr, sehr gut ein bisschen üben. Weil er noch nicht ganz so stark ist, so will ich es mal sagen. Weil er noch nicht ganz so stark ist. Das ist natürlich jetzt ein Multi-Inferno. Der tut natürlich ein bisschen weh hier, was jetzt meine Mauerbrecher angehen. Mal sehen, ich friese den mal weg. Ob die Queen dann da hingeht, das glaube ich noch nicht mal. Da müssen wir hier vielleicht noch ein bisschen was für tun. Mal sehen, ob die noch ein kleines Stück wieder zurückgeht, was ich jetzt nicht wirklich glaube. Wir nehmen das die beiden nochmal mit rein. Ja, hab ich mir schon gedacht, dass die da nicht mit reingeht. Und dann machen wir hier das Mäulchen einmal auf. Dann nehmen wir hier unseren Headhunter mit rein für den King. Das funktioniert, aber der bläst mir da die ganze Zeit, bläst er mir dort die Heiler weg. Das ist natürlich nicht so gut. Artillerie jetzt down. Jetzt muss der Multi endlich dran glauben. Jawohl, das tut er auch. Und jetzt müsste ich eigentlich, ja, das ist jetzt die Frage, von welcher Seite komme ich tatsächlich jetzt ja rein. Ich habe wieder keinen Giftzauber dabei. Och nö. Ich habe wieder kein Gift dabei. Das heißt, ich muss die nochmal wuten hier. Und oh, das war's. Okay. Ich habe auch keine Heiler mehr. Dann muss ich jetzt hier mit dem Royal Champion ran. Ah, seht ihr? Das ist das, was ich meine, Leute. Na? Das ist das, was ich meine. Okay. So, mal sehen, ob der Royal Champion hier die wenigstens schafft, weil ich hab nichts im Petto jetzt, was das schaffen könnte. Und der Royal Champion schafft das auch nicht da. Dann müssen es hier meine Minions richten. Denn ich muss hier ein bisschen am Start bleiben, Leute. Ich muss hier ein bisschen am Start bleiben und die packen das auch nicht. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Die packen das auch nicht. Auch nicht schlecht. Naja, was willst du machen? Wir nehmen den mal dort. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ach ja, der macht mir alle meine Sachen da kaputt. Was jetzt nicht ganz so schlimm ist. Der lebt aber auch gerade noch so, ne? Mann. Der lebt aber auch gerade noch so. Also mach das bitte nicht nach, was ich jetzt gerade gemacht habe. Das war grauenhaft. Wieso habe ich kein Gift in meiner Clanburg? Das muss ich jetzt wirklich mal hart hinterfragen gerade. Ich meine, okay, ich habe noch gewonnen, es geht ja noch. Aber warum habe ich kein Gift in meiner Clanburg? Oh, er ist doch weg. Okay, es hat ihn doch dahin gerafft, alles klar. Auch nicht schlecht, ich hatte wahrscheinlich kein Clanspiel mit dabei. Wir haben die Clanspiele hier schon rum. Und ich habe kein Clanspiel hier mit dem Thorsten mehr, glaube ich, angenommen gehabt, weil ich eben eins gelöscht hatte, meine ich. Ja, ich habe eins gelöscht gehabt. Und warum habe ich kein Gift in der Clanburg? Ich gucke mal. Ich bilde jetzt aus.
Hier habe ich jetzt keinen drin. Okay, das heißt also, ich sollte wenigstens in meiner Anforderung hier einen drin haben. Habe ich auch nicht. Okay, dann darf ich mich natürlich nicht wundern, dass ich hier kein Gift habe. Aber warte mal, ich mache das anders. Ich nehme jetzt hier, ich baue den Gift lieber selber. Dann weiß ich, dass ich einen Max habe. Und ich fordere hier nie die, also ich fordere in den seltensten, ach nee, doch, das kann ja jetzt so bleiben. Ich fordere nicht immer die Truppen Max an, hier zum Farmen nehme ich die nicht immer als Max mit und dann geht das so, aber ach, ärgerlich, jetzt habe ich den Bonus nicht mal gekriegt und den Bonus, den brauche ich so dringend. Denn ich möchte ganz gerne noch einen Teil anstoßen, denn ich habe es mal wieder nicht geschafft, vermutlich bevor das nächste Update kommt, dass ich alles fertig habe. Das ist mir schon mal passiert, ja. Dann habe ich das aber mal aufgeholt und war eine ganze Zeit lang hier Max mit meinem Dorf. Aber jetzt gerade durch die Mauern hat mich das so ein bisschen nach hinten geworfen. Klar, habe ich auch schon gehört in den Livestreams Toto, Kobolde und Go. Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall degradiert worden. Das ist schon mal ganz gut. Gerade zum Update bin ich nicht ganz so gerne in einer hohen Liga, aber ich rede die ganze Zeit von Update. Ich bin gar kein so ein Update-Hyper. Ich meine, klar, ich freue mich da auch drauf, was kommt. Und wenn dann was kommt, weiß ich eigentlich in der Regel, dass was Cooles kommt. Hier kommt, glaube ich, nichts. Ich hoffe es mal nicht. Vielleicht kann man da irgendwie mal so einen Schalter einbauen, dass es das nicht mehr gibt oder so, keine Ahnung. Ich meine, dann haben auch viele das Zeit darin verdaddelt und holen so hier nichts raus. Kann ich das jetzt mal wieder sammeln? Ja, ein kleines bisschen fehlt mir noch. Und ja, wie gesagt, Clanspieler haben wir voll. Da könnte ich jetzt noch ein paar Punkte machen, aber ich habe auch den Pass voll. Und habe mir, oh, seht ihr Leute, daran hat das nämlich gelegen. Ich habe den neuen Skin noch gar nicht genommen, obwohl ich ja wirklich den Barbarenkönig, den Golem, im Moment am coolsten finde. Aber wir wechseln mal den Skin. Es soll auch kein automatisierter Skinwechsel sein, sondern wir nehmen mal den neuen zur Abwechslung. Jo, den wählen wir mal aus. Und dann haben wir jetzt, oh, der ist schon wieder ein bisschen kleiner, ne? Der Golem fällt einfach ein bisschen mehr auf hier in der Base. Und du findest ihn einfach ein bisschen besser, aber mal sehen, wie er sich hier schlägt. Womöglich wären das dann eben 3 Sterne gewesen, so muss man es ja einfach mal sagen. Naja, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich, wirklich freuen. Und ich bleibe in jedem Fall für euch dran am Ball und auch dran an den Streams. Ich hatte mir da so ein bisschen was überlegt, aber wie gesagt, ich gucke jetzt erstmal, wie die Übertragung ist, ob und wann ich das für euch bringe. Und dann sehen wir uns in dieser Woche noch reichlich, hoffe ich. Bis dahin, vielen lieben Dank, Leute, fürs Zuschauen und nochmals danke für euren krassen Support, auch vor allen Dingen auf Twitch TV. Euer Toto Clasht.